Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport CO2 hier bei Heisenberg Zockt. So, ich habe mal noch ein bisschen gebastelt. Ich weiß, ich habe gesagt, ich stelle noch einen Kran hin und dann... Aber ich bin gerade wieder so ins Basteln reingekommen. Wobei, so schlimm ist es ja nicht. Also ich habe hier halt ein paar Fahrzeuge hingestellt, ein paar Bretter gelegt und so weiter. Und hat aus dem Ganzen wirklich eine Baustelle gemacht. Hier noch schön, ja, so dass die Autos da nicht geradeaus fahren im Dunkeln. Ist ja auch nicht unwichtig. Ja, es ist halt schon toll, was man machen kann hier. Wirklich in der Kürze. Wie lange habe ich dafür gebraucht? 5 bis 10 Minuten, also viel länger nicht. Ja gut, also dann haben wir jetzt hier eine Baustelle. Die Brücke ist noch nicht fertig oder sie wird repariert. Das wissen nur die, die da dran arbeiten. Die Autos müssen jetzt hier rüber und wir fahren mit dem Zug da lang. Und das machen wir, sobald wir die Strecke haben. Die führt uns nach da hinten, nach Weißwasser, genau. Jetzt müssen wir aber noch ganz kurz nach Missen Williams. Jo, wo ist das? Irgendwo auf der Map wahrscheinlich. Nieder, Beilie, dann haben wir hier Lüders, Wichen, Cooks. Wo haben wir alles hier? Oder das ist nicht, was ich suche. Da unten ist es doch. Wollte gerade sagen, ich weiß, man kann hier natürlich suchen, hier unten. Aber ich gucke gerne auch mal. Also irgendwas stimmt hier mit den Linien nicht mehr. Jetzt müsste ich mal herausfinden, was. Wir machen mal den hier. Das ist jetzt so auf die Schnelle schwierig. Irgendwer fährt nicht mehr dort lang, wo er soll. Und ein anderer fährt. Und hier haben wir tatsächlich irgendwie ein leeres Ding. Eieiei, okay, jetzt müsste ich jemanden haben, der weiß, was hier die Züge eigentlich ursprünglich machen sollten. Aber ich weiß auch nicht, warum sich das geändert hat. Also die Schlaufe, die wir hier haben. Ah, genau, ja, die wird irgendwie nicht mehr genutzt. Die fahren auf dem gleichen Weg zurück. Haben wir hier irgendwie aus Versehen einen Wegpunkt abgerissen? Nein, das glaube ich nicht. Ja, jetzt ist, ich weiß gar nicht, was hier irgendwie falsch ist. Also klar, ich sehe ja, was falsch ist. Da fährt jemand falsch. Wer ist denn hier der hier außen rum fährt? Das müsste er hier sein, der Regio Weißwasser, genau. Oder ist das noch eine andere Linie? Ich glaube, das sind alle Linien. Die gelbe hier, Moment. Ne, hier ist keine mehr sonst. Ja gut, weil es eben nicht mehr stimmt. Wobei, was macht der Zug? Jetzt fangen wir mal von vorne an. Also hier, er. Der ist ja ganz neu. Da bräuchte ich mal schnell die Linie. Der fährt hier rein. Wo ist denn die Linie? Die haben wir hier, von Untermösen nach Weißwasser West. Das hat seine Richtigkeit. Ach, ich glaube, ich habe hier die Terminals gewechselt. Kann das sein, dass deswegen das nicht mehr so ganz funktioniert? Das kann natürlich sein, wenn ich das jetzt wüsste. Das habt ihr leider nicht geschrieben. Ihr habt nur geschrieben, dass die Züge hier irgendwie nicht mehr so fahren, wie das mal angedacht war. Weil der hier, der müsste tatsächlich nicht auf dem gleichen Weg zurück, sondern der sollte eigentlich hier lang. Was haben wir denn hier bei der Linie? Wegpunkt Missen Williams, da haben wir den Wegpunkt. Wo haben wir den genau? Hier hinten. Ja, okay, das ist okay, das, damit er hier lang fährt. Jetzt bräuchten wir aber wahrscheinlich noch einen Wegpunkt, damit er hier lang fährt wieder. Haben wir da keinen? Da haben wir keinen. Ja gut, wisst ihr was? Ist ja egal, was wir gemacht haben, was jetzt nicht mehr ist. Wichtig ist, dass das wieder funktioniert. So, Wegpunkt geschnappt. Dann reicht es, wenn wir das Teil hier hinstellen, denke ich. Jetzt brauche ich nochmal Kollege Linie. Zack, und dann haben wir auf dem Weg von... Untermissen Williams, wahrscheinlich nach Eichbach oder Elschbach, jawohl, da hinten haben wir es, das wäre hier. Würden wir gerne hier lang, mal gucken, ob er das macht. Ja, da kriegen wir aber eine Fehlermeldung, weil irgendein Zug falsch ist. Ja, er geht dann halt in die Linie rein. Okay, das können wir natürlich noch korrigieren. Ach, Moment, jetzt sehe ich aber gerade was. Ja, der ist natürlich hier sowieso falsch. Was wir natürlich auch machen könnten, ist hier einfach... Moment, machen wir das mal anders. Wir machen hier ein Gleis. Dann müsste es doch auch wieder stimmen. Jetzt mackt meine Maus gerade wieder ein bisschen rum. Ja, irgendwie sowas. Und dann kommen wir aber gleich wieder zum Thema Dampflokomotive, ganz klar. Habe ich hier... Krümmung zu groß. Habe ich hier... jawohl, Oberleitung ist an. Ja, machen wir das anders. Wir folgen hier. Ne, geht auch nicht. Krümmung zu groß. Irgendwo geht's, bin ich fast sicher. Hier vorne geht's halt schon rein, deswegen geht's nicht. Aber hier andocken würde gehen. Das würde heißen, wir müssten hier die Weiche haben. Geht gerade gar nicht. Echt jetzt? Weil hier eine Weiche ist. Brauchen wir das Gleis? Tatsächlich doch, das brauchen wir eben auch. Das hier. Das auf der Seite oder wer ist hier unterwegs? Ja, hier ist im Moment niemand unterwegs, aber nachher. Das heißt, dieses Gleis sollte ich auch nicht kappen. Wie kommen wir denn da in die Gleise rein? Wir müssen halt ein bisschen weiter wahrscheinlich. Wenn ich hier eine Weiche mache, da ist halt auch gleich nochmal eine. Ja, und da ist wieder Krümmung zu groß und Co. Aber ich denke mal. Ja, so sowieso nicht.
Irgendwo war eine Stelle, da hat es geklappt. Da war die Krümmung zu groß, Markierung weg. Ja, aber das ist halt keine Weiche. Und das hier ist halt... Doch, passt. Das sah halt ein bisschen buggy aus. Ja, wenn man weiter weg ist, dann sieht man die Weiche nicht richtig. Aber sie ist da. Man sieht's. Naja, gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Wenn wir hier rausgehen... Geht auch nicht. Mich dünkt, ich kann raus, wo ich möchte. Hier ist natürlich die Straße im Weg. Das funktioniert auch nicht. Ja, sonst müssen wir das halt... Mal so machen. Dann hier rüber. Und jetzt müsste ich doch hier irgendwie reinkommen. Jawohl, dann komme ich hier rein. Gut, aber jetzt ist natürlich noch die Frage. Moment, Zug, blabla. Dreh mal. Jawohl, das würde funktionieren. Dann kann er nachher aufs richtige Gleis. Wir lassen laufen den ganzen Spaß. Und gucken, was die Linien machen. Ja, jetzt die blaue macht dies. Und die sind halt im gleichen Gleis drin. Warum kann die gelbe denn nicht hier rein? Das wäre doch eigentlich auch eine Möglichkeit. Ne, das war doch falsch. Ich brauche... Moment. Bahnhof, Terminals, das wollte ich haben. Wir müssen hier in die... Sehe die Zahl gerade nicht. Ist das ein Durchfahrtsgleis? Ach nö, das geht nicht. Jetzt weiß ich es wieder, weil das ist ja eben der Güterbahnhof. Aha! Ja gut, dann müssen wir es nochmal anders machen. Wir haben hier den Zug... Gab's gleich. Terminals. Dann geht der in die 2 rein. Ja, dann haben wir da eine Fehlermeldung. Müsste doch aber eigentlich funktionieren. Der geht hier rein und dann dreht er wieder. Was macht er denn? Der kann im Prinzip auch hier lang. Ja, der hat dort noch den Wegpunkt. Da kommt er nicht rüber. Das können wir lösen. Dann brauchen wir hier nochmal eine Weiche, würde ich behaupten. So, einmal so rüber. Und das geht auch nicht, weil hier wieder irgendwas im Argen liegt. Nee, geht. Zack. Jawohl, dann ist nämlich die Fehlermeldung weg, weil dann erreicht er dort den Wegpunkt. So, jetzt nochmal Kontrolle. Das sieht eigentlich im Groben so aus, glaube ich, wie wir uns das mal gedacht haben. Kann das sein? Sonst gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Also die blaue Linie, die fährt jetzt definitiv wieder... Oder grün oder was auch immer. Ja, das ist eher ein grün. Bleiches Grün. Die fährt jetzt tatsächlich wieder hier lang, wo sie soll. Und hier unten... Ja, da passt eigentlich auch. Der fährt jetzt hier lang. Gut, dann haben wir das hoffentlich gelöst. Sonst, wie gesagt, gerne nochmal die Kommentare schreiben, falls ich jetzt irgendwas hier übersehen habe. Gut, wo sind wir stehen geblieben mit unserer Brücke hier vorne? Ja, genau, hier. Jetzt müssen wir sowieso gucken. Wie kommen wir hier unter der Brücke durch? Müsste eigentlich klappen, weil wir haben keine Oberleitung. Ja, würde gehen. Doch, hier passt eine Dampflok durch, würde ich sagen. Das müsste funktionieren. Die Frage ist, wie machen wir es sonst? So ein bisschen hier lang. Ja, und dann da vorne haben wir nochmal 2 Brücken. Da kommen wir aber wahrscheinlich auch durch. Jawohl, das mache ich mal anders, damit ich hier noch eine Kurve integrieren kann. Wäre dann etwa so. Zweites Gleis. Funktioniert auch tadellos. Sehr gut, nehmen wir. Und jetzt können wir hier auch mal einen längeren Abschnitt machen. Ja, oder auch nicht, weil wir sonst zu nah ans Wasser rankommen. Ich mache das absichtlich wirklich hier mit Kurve etc., damit es wirklich aber eine coole Strecke ist für eine Dampflokomotive. So, einmal diesen. Okay. Und straight ahead. Ja, würde auch gehen. Und vorne in Weißwasser müssen wir mal gucken. Da haben wir doch bereits was gebaut. Dachte ich. Hier kürzen wir mal ein bisschen ab. In den Wald rein da vorne. Ja, irgendwas haben wir dort schon gebaut. Das muss ich mir kurz ansehen. Passt das? Jawohl, das passt. Sehr gut. Jetzt machen wir hier nochmal eine schöne langgezogene Kurve. Und dann haben wir ja wirklich, dass die Dampflok auch schön dem Wasser folgt. Dürfte eine coole Strecke werden. Können wir nochmal eine Kurve machen? Ich würde sagen, ja. Jetzt reißen wir es wieder ab. Wo ist denn... Ach, das geht ja noch ewig. Okay. Machen wir hier aber nochmal eine Abkürzung. Oder sollen wir wirklich dem Wasser folgen? Ist schon schöner. So, machen wir das so. Wieder das zweigleisige. Jetzt einmal hier nach hier vorne. Ich habe noch einen interessanten Kommentar gelesen gerade eben. Nämlich hat jemand geschrieben, unglaublich wie weit wir nach 88 Folgen schon sind. Bei Trainfever hat er glaube ich geschrieben, oder bei Transporteur 1 wären wir mittlerweile bei Folge 150 mindestens. Mit all dem, was wir hier schon drauf haben auf der Anlage. Da muss ich sagen, ja, stimmt absolut. Das ist halt das, was ich schon mal angesprochen habe, dass man hier so viel schneller bauen kann. Das merkt man natürlich. So, jetzt muss ich aber schauen. Ja gut, hier wäre einfach eine Kurve angesagt in dem Fall.
Wir müssen in die Richtung und dann im Prinzip Richtung Wasser runter. Machen wir das mal von hier aus kommend. Ja, wieso? Sind wir hier schon in der Nähe? Da hinten ist das Gleis. Ich würde ganz gerne hier andocken. Ah, wobei, ob das geht? Ja, dann komme ich hier nicht über die Straße rüber. Wobei, ja. Das haben wir relativ schnell gelöst. Jetzt müssen wir gucken, ob wir dann die Straße wieder so hinkriegen. Wahrscheinlich nicht, weil das wird schwierig mit einer Straße hier, wenn das Gleis im Weg ist. Mal gucken. Eingleisig ist es auch noch, das ändern wir gleich. Jetzt würde ich aber sagen, wir verbinden das zuerst mal. Zack, hier rein, starten uns das zweite Gleis und schließen die Strecke ab sozusagen. Na, einmal hier rauf und jetzt kann es sein, dass das hier oben auch nicht stimmt. Ja, hier oben in dem Sinn stimmt es natürlich nicht, aber wir haben hier auch erst ein Gleis. Jetzt ist die Frage, habe ich das nicht? Ich habe das doch eigentlich zweigleisig gebaut gehabt. Ach genau, dann ist mir das Spiel abgestürzt. Stimmt. Dann machen wir das nochmal schnell. Wir brauchen hier auch nochmal ein Gleis. So, da ist mir das Spiel abgestürzt, eben weil ich die Steinbrücke verwendet hatte wahrscheinlich. Und ich habe aber das Datum nicht mehr auf jetzt gestellt. Das heißt, wir waren hier irgendwo bei 1950 oder so, damit die Steinbrücke eben funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich den Verdacht, dann ist das Spiel abgestürzt, weil irgendwas gefehlt hat. Weil 1950 hat man natürlich nicht die gleichen Lokomotiven etc. Wie sagen wir jetzt hier in 2023. Und wenn da eine Lokomotive fehlt, ja, dann stürzt das Spiel halt wahrscheinlich ab. Das ist das gewesen, was wir hatten. Deswegen bin ich dann hier ja auch zur Holzbrücke gegangen. So. Aha, ja, hier stimmt's nicht. Das habe ich ja bereits erkannt gehabt. Das heißt, Bagger, Bagger. Und dann kriegen wir das schon zum Passen. Was ist das denn? Eine Straße? Nein! Wir brauchen die Schiene. Da, einmal so. Hier oben schnappen, während dort der Alex rumdüst. Sehr schön. Und dann haben wir die Strecke soweit. Dann kann ich hier mal zumachen. Dann sehen wir mal wieder ein bisschen was hier von den Zügen. Vom Kollegen Alex zum Beispiel. Sehr gut. Und hier ist halt dann Dampflokomotivenzeit. Das müsste so funktionieren. Jetzt haben wir aber auf der Seite... Das seht ihr ja, da haben wir keine Plattform. Und wisst ihr was? Ich würde das so lassen. Weil der Zug, der hält nur einmal hier. Aber was jetzt auch noch fehlt, das ist hier die Straße. Da habe ich, glaube ich, auch angefangen. Und die habe ich auch vergessen, nochmal hinzustellen. Natürlich auch, weil ich schnell weiter aufnehmen wollte. Städtisch, ganz wichtig städtisch. Weil die Grundidee ist ja, dass hier eben tatsächlich dann Leute hinziehen. Das ist wirklich, ja, die Hauptidee des Ganzen. Jetzt habe ich hier die Brücke ein bisschen anders. Weil ich weiß noch, ich habe, bevor es abgestürzt ist, das Ganze so gemacht, dass wir hier unten durchgekommen sind. Das wird nicht mehr funktionieren. Aber das wird funktionieren. Sehr gut. Einmal hier rein. Und hier haben wir einen Tunnel gehabt. Und wo führt uns die Straße hin? Ins Nirgendwo. Das ist aber egal. Weil hier hinten sollen sie ja eben auch bauen. Das wäre die Idee. So, genau. Wir haben das nämlich einfach hier runtergezogen. Und dann haben wir denen, glaube ich, noch irgendwie sowas offeriert. Und vielleicht sogar noch so. Und dann eben die Hoffnung, dass dank dem Bahnhof die Leute vielleicht auch tatsächlich dann hier entsprechend noch bauen. Die Busse fehlen natürlich auch. Die haben wir hier unten. Eigentlich müssten wir hier nochmal eine Bushaltestelle haben. Und dann müssten sie irgendwie hier drehen können. Das kann ich mal kurz machen. Ich mache das mal irgendwie auch so, wie wir es bei der Baustelle gemacht haben. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich habe die Straße hier dafür nicht. Naja, ist ja egal. Machen wir das so. Ja, so geht's. So können sie vernünftig drehen. Dann brauchen wir hier eine Bushaltestelle. Ne, da das wirklich sozusagen komplett haben. Und jetzt wollen wir... Jetzt ist natürlich die hier ein bisschen überflüssig. Ja, ich lasse trotzdem. Ich brauche die Linie. 8, 10, das wäre hier unten. Wollen wir hier hin. Zack. Und dann wollen wir... Ja, im Prinzip reicht's einmal, würde ich sagen. Lassen wir den mal wirklich hier nur einmal fahren. Ich denke, das ist okay. Gut, hätten wir. Busse kommen hier also auch an. Wir können hier nochmal ein, zwei mehr raufsetzen. Wie viele haben wir denn insgesamt schon? Das weiß ich gar nicht. Ja, doch ein paar, aber... Das dürfen gerne noch ein paar zusätzliche werden. Zack, sehr schön. Gut, ja, dann haben wir das Ganze. Dann fehlt uns hier... was fehlt uns? Die Signale fehlen uns und die Linie. Machen wir mal die Linie. Neue Linie wäre von diesem Personenbahnhof zu diesem Personenbahnhof. Und dann alles hier rauf. Ich mache mal die Doppel-1. Fahren wir hier durch? Ne, wir fahren irgendwie. Wo fahren wir denn?
Moment, ich muss das Gleis verfolgen. Ach nee, wir fahren sowieso hier lang. Oh, da fehlt noch eine Straße. Genau, das werden wir gleich noch machen. Sonst geht das nämlich wieder völlig vergessen. Das ist ganz klar. So, hier haben wir ein Gleis ohne Linie drauf. Das müsste also unser Gleis sein. Genau, hier vorbei an der Kaserne. Dann hier rauf und dann geht das hier lang. Und dann geht es nach Oberböser rein. Hier oben. Das müsste Oberböser sein. Machen wir mal. Oh, ich muss den richtigen Bahnhof erwischen. Wir düsen. Wo düsen wir denn? Im Sauseschritt düsen wir. Ich weiß nicht mehr, wo wir hier rein wollten. Wo haben wir denn hier freie Gleise? Das ist der Güterbahnhof. Hier haben wir irgendwie... Ach, von der anderen Seite kommen. Genau, hier. Doch, doch. Das stimmt schon. Das geht hier raus. Ja, 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 ja. Und hier rein. Dann sind wir hier in dem Bahnhof drin. Gut, und auf der Rückfahrt wollen wir natürlich wieder nach Weißwasser Nord. Ne, da haben wir gesagt, da fahren wir durch. Dann haben wir die Linie schon. Dann passt's. Ja, weil von Oberböser fährt er dann wieder nach Weißwasser West. Gut, die Linie haben wir. Das ist hier Dampflinien. Ja, Moment. Dampflinien. Das stimmt doch nicht. Ich sehe es halt nicht. Linien. So müsste es passen. Jawohl, Dampflinien. Gedenkstrecke. Machen wir das mal so. Das müsste man sich merken können. Wir sehen ja im Fahrplan drin, dass das nach Oberböser geht. Zack, haben wir. Sehr gut. Dann fehlen die Signale. Was aber auch fehlt, das ist hier unten. Wenn ich es wieder finde. Da haben wir Weißwasser. Irgendwo habe ich doch jetzt gerade noch gesehen, dass ich eine Brücke gekappt habe. Ne, nicht eine Brücke, eine Straße. Genau, da habe ich schon gesagt. So kommen wir hier nicht rüber. Das müssen wir eigentlich gar nicht versuchen. Ich kann es trotzdem mal schnell testen. Aber es wird nicht gehen, weil eben dort die beiden Gleise sind. Ich mache mal nicht städtisch, dass das irgendwie doch hier so ein bisschen wie abgeschlossen ist. Macht das Sinn? Ja, sie könnten zwar hier auch bauen, aber dann können sie die Straße nutzen. Also das wird nicht gehen, eben weil hier die Gleise sind. Was aber natürlich geht, ist, wenn wir zum Beispiel hier oben rüber gehen und dann hier rein. Ja, dann passt das auch schon. Sauber. Ja, schön hier. Das gefällt mir hier mit der Dampflok durchdüsen. Das hat doch was. So mit den Bäumen links und rechts. Gut, dann kommen wir zum Thema Signale. Irgendwie die Maus. Ich habe jetzt halt wieder eine andere Maus. Eine, die nicht so laut ist beim Klicken. Aber das olle Ding, das mag wieder. Es ist ein Elend. Habe ich hier eine Weiche? Ne, habe ich nicht. Ja, dann machen wir eine. So. Am besten vielleicht sogar hier, wenn es geht. Jawohl. Ja, das geht dann nicht. Ich sehe es natürlich auch nicht wirklich schön. Gehen wir mal ein bisschen runter und versuchen so. Ja, da ist die Krümmung zu groß. Okay, das heißt, wir machen eine Oldschool-Weiche. Ich hoffe, das geht hier oben. Ohne, dass das irgendwelche Verwerfungen gibt in Sachen Holz. Ja, das funktioniert. So, Signal. Signal für Dampflokomotiven. Ich könnte jetzt eigentlich mit der Jahreszahl wieder zurückgehen und die setzen. Dann hätten wir die ganz alten. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass das dann wieder dazu führt, dass das Spiel irgendwie abstürzt, weil es dann wieder irgendwie Sachen vermisst. Ich lasse das mal. Ich denke, zu Beginn einer Staffel oder so kann man das problemlos machen, wenn man nicht allzu viele Züge drauf hat. Wenn man aber halt tatsächlich schon ein paar drauf hat, dann wird es halt eher knifflig. Ihr seht, ich gucke gerade fleißig. Sonst vielleicht irgendwie sowas für die Dampflokomotive. Ja, das ist doch okay. Also einmal hier hin. Dann einmal hier, würde ich sagen. Dann geht es ja doch im Bahnhof durch. Dann hätte ich gerne hier oben eins. Und sagen wir hier eins. Und dann haben wir eine Fehlermeldung. Oh. Kommt die nicht mehr unten durch? Ja, es kommt nicht alle Verbindungen. Ja, ja. Oh Gott, dann haben wir jetzt irgendwas mit den Brücken verdattelt. Wobei? Ne, die Linie ist auch nicht mehr eingezeichnet. Das war schon die hier. Ja, welche war es denn jetzt? Die hier? Aber da habe ich doch eigentlich nichts mehr geändert. Naja gut, wir können ja mal die Schiffbarkeit prüfen. Ja, dort ist unterbrochen. Hier kommen sie lang, hier kommen sie lang. Und hier ist jetzt tatsächlich der ganze Käse unterbrochen. Wir könnten... Ja, es wird an der Holzbrücke liegen, weil die haben wir relativ neu gebaut. Komisch ist, dass die Meldung erst jetzt kommt. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Schiffe natürlich einen gewissen Zeitraum brauchen, bis sie hier ankommen. Wir könnten eine Umfahrung machen. Das Problem ist, wir können bei Schiffen keine Wegpunkte setzen. Ich weiß nicht, ob die das dann machen.
Wobei, wenn sie hier natürlich keinen Durchgang mehr haben, dann suchen sie sich einen anderen. Die Frage ist nur, wie machen wir das mit dem Kanal? Weil wir haben hier so viele Gleise, das wird nicht funktionieren. Da müssen wir das auch alles abreißen. Ja, aber jetzt hier die Brücke nochmal ändern. Ja, wir müssen. Das hilft nichts. Ich blende mal kurz das hier nochmal ein. So, wenn ich jetzt den Bagger nehme, dann müsste ich eigentlich sehen. Ich mache mal Pause. Dann müsste ich eigentlich sehen, ab wann. Ab jetzt. Ich wollte gerade sagen, ab wann die wieder hier durch können. Gut. Wir müssen hier mehr Höhe haben. Kriegen wir das hin? Ich hoffe es mal. Haben wir 160er Gleis und die Doppel-1. Ne, dann ist die Schiffbarkeit weg. Ich brauche die natürlich. Damit ich sehe, ob das Sinn macht, was ich hier mache. So, volle Pulle in die Höhe. So ein bisschen mit einer Kurve, damit wir ein bisschen mehr Weg haben. Und dann müsstest du dann hier rein. Mit Holz. Ja, da wird schon gelb. Ich baue es mal. Ne, da ist schon wieder unterbrochen. Seht ihr hier? Da ist schon wieder Feierabend. Also so geht's nicht. Das wirft uns jetzt natürlich unsere Streckenpläne ein bisschen durcheinander. Hier vorne raus und dann mit mehr Weg. Das würde gehen. Wir könnten's. Moment, ich bin gerade am überlegen, wie das am einfachsten geht. Hier kriegen wir die Kurve nicht hin. Das ist ganz klar. Das machen wir nochmal weg. Ja, dann würde ich so sagen, der Zug fährt hier rein und fährt hier wieder raus. Können wir das irgendwie... Nee, das geht so nicht. Macht's Sinn, die Straße zu kappen? Wir kriegen hier halt tatsächlich die Höhe nicht hin. Das wird nicht funktionieren. Weil wenn wir mit der Brücke die Höhe behalten... Moment. Oder geht das sogar, wenn wir sie eben nicht behalten? Ich baue mal. Baue mal irgendwie so hier hin. Ja, ist die Schiffbarkeit wieder flöten gegangen. Ja, da ist sie noch da. Und jetzt... ist er auch noch da. Gut, dann haben wir eine Ausgangslage. Nämlich das, was wir hier haben, müssen wir jetzt irgendwie in den Bahnhof reinkriegen. Das sage ich euch jetzt schon, das wird schwierig. Weil ihr seht, ja, da ist die Krümmung zu groß. Das war ganz klar. Das kriegen wir so also nicht hin. Wenn ich das jetzt nochmal ein bisschen kappe, kann ich das nicht kürzer kappen? Ich muss mal was testen. Wenn ich hier eine Weiche habe, kann ich dann andere Segmente abreißen? Jawohl. Okay, wäre okay. Dann würde ich das noch abreißen gerne. Und dann würde ich das hier noch weg haben. Okay. Ja, ist halt schon fast wieder zu viel. Ja, da ist die Krümmung zu groß. Das geht? Nee, das geht auch nicht. Wir müssten dort rein. Okay, machen wir die Kurve ein bisschen fröhlicher früher. So. Noch okay dort, weil das geht schon. Die Frage ist, ja, beziehungsweise man muss halt ein bisschen testen, wie es geht. So wird es auch gehen. So, kommen wir jetzt rein. Werden wir gleich wissen. Dann reiche mir mein schönes Gleis. Da spinnt die Maus wieder. Halleluja. Ja, das geht. Sehr gut. Haben wir ein Autosave? Ja, ich dachte gerade, warum wird mein schönes Gleis nicht dargestellt? Das ist relativ einfach, weil wir ein Autosave haben. Jetzt haben wir natürlich auch das Signal wieder gekappt. Und, ne, eine Weiche brauchen wir hier nicht. Aber das Signal, ja. Das hätten wir gerne so. Dann ist auch die Fehlermeldung wieder weg. Wir können schnell kontrollieren. Eingleisig funktioniert, zweigleisig kann es noch nicht funktionieren, weil wir eben mit den Signalen noch nicht fertig sind. Aber jetzt nochmal Finalemente. Ja gut, die Fehlermeldung ist weg. Jetzt kommt man unten durch, das passt. Haben wir das repariert, dann können wir es auch wieder laufen lassen. Und dann gehen wir zurück zum Thema Signale. Mal gucken, ob ich die noch finde. Das müsste eigentlich hier noch aktiviert sein. Jawohl. Bist du überhaupt für rechts? Ja. Okay. Hier eins haben wir gesagt. Dann haben wir da oben eins. Dann machen wir hier eins hin. Und dann machen wir ab hier vorne Blöcke. Ist ja eigentlich alles eigenes Gleis, wenn man es genau nimmt. Ich könnte natürlich die Mod aktivieren. So. Wenn wir wirklich nur eigenes Gleis haben, dann macht das auch Sinn. Jawohl, hier vorne, hier vorne, hier vorne. Alles gesetzt. Weil da werden wir sonst relativ lang dran. Also bei so einer Strecke lohnt sich dieser Mod mit der automatischen Signalsetzung definitiv. Man muss einfach kontrollieren, wenn man irgendwo in Zweigleisiges reingeht. Also in wenn man Gleis mitnutzt mit anderen Zügen, dass es eben doch gesetzt wurde. Aber hier scheint es soweit zu passen.
Ja, das ist alles richtig, trotz Brücke, trotz Tunnel. Auch okay. Hier vorne auch okay. Dann geht das hier runter. Hier haben wir auch Signale, man sieht. Und hier kommt dann eh der Bahnhof und hier passt es auch. Und hier sind wir dann angekommen. Ja, und hier haben wir die Weiche. Alles hat seine Richtigkeit, sehr gut. Dann werde ich das kurz deaktivieren hier. Und hier ein Signal setzen, stimmt das? Jawohl. Und dann ab hier wieder aktivieren. Und dann kriegen wir das vielleicht sogar so hin, dass es jetzt fertig ist. Ja, zwei Signale, hier über die Brücke rüber, zwei. Falsche Richtung, hier müssen wir lang. Ne, wo müssen wir lang? Doch, hier auf die Brücke, genau. Zwei Signale, zwei. Ja, da können wir sogar ein bisschen weiter rauszoomen. Dann geht das hier an der Baustelle vorbei. Jawohl, das passt auch. Und hier vorne. Zwei Signale, ein Signal. Perfekt, da haben wir schon. Jetzt können wir gucken, jetzt ist das Ganze nämlich auch... Denkste. Soll ich jetzt sagen, dann ist das Ganze auch zweigleisig. Haben wir denn hier keine Weiche? Doch, hier haben wir doch eine. Eine Oldschool-Weiche. Interessant. Warum? Mit den Gleisen stimmt's. Warum haben wir das eingleisig? Das ist jetzt wieder der Vorführeffekt. Da wollte ich angeberisch sagen, guckt, weil jetzt funktioniert es ja zweigleisig. Jetzt haben wir die Signale. Ja, mit dem Ergebnis. Nö, das funktioniert so nicht. Bin ich bei der richtigen Linie? Ach, du Grüne. Moment. Ja, aber das ist eigentlich egal. Wir brauchen die richtige Linie. Das war die Gedenklinie. Dampflok-Gedenklinie. Finde ich die, wenn ich da... Jawohl, hier. Okay, gut. Ja, ist aber trotzdem eingleisig. Hätte mich auch gewundert, wenn sich das jetzt geregelt hätte, dadurch, dass ich die Linie dort ändere. Aber warum ist das eingleisig? Werden wir rausfinden. Vielleicht fehlt irgendwo ein Stück Gleis. Das ist so ein bisschen mein Verdacht, weil am Strom kann es nicht liegen. An den Weichen auch nicht. Und hier rein ist ja auch okay. Das ist ja, was wir wollten. Oh je, müssen wir jetzt nochmal die ganze Dingens hier betrachten, wo hier der Fehler ist. Man kann es natürlich mit Weichen lösen. Dann wird immer bis zur Weiche hin, wenn es funktioniert mit den Gleisen, die Linie gezogen. Dann wechseln sie auf ein Gleis. Das möchte ich aber im Moment noch nicht. Weil wie gesagt, die Weichen müssten funktionieren. Wir haben unten eine Weiche, wir haben oben eine Weiche. Das kann eigentlich nur sein, dass hier irgendwo ein Problemchen ist. Ein Tunnel drin vielleicht? Ne, auch nichts zu sehen. So, und jetzt darf ich halt nicht zu weit weg. Weil sonst sehe ich das tatsächlich nicht, wo das hier fehlt. Wir haben eigentlich nicht mit der automatischen Gleisverlegung gearbeitet, wo das immer mal wieder vorkommt, dass ein Gleis fehlt, weil nicht richtig angedockt wird. Und das haben wir alles manuell gelegt, von daher wundert es mich schon ein bisschen, dass hier irgendwo ein Gleis fehlt. Aber, ja, man hat das natürlich auch, wenn man es selber macht, dann relativ schnell mal so gemacht, dass eben ein Gleis fehlt. Ja, aber da fehlt eigentlich nichts. Zumindest so nichts. Gut, jetzt haben wir mal in einem ersten Arbeitsgang alles abgesucht. Hier ist auch ein Gleis. Und hier kommen sie doch rüber. Hier, da müssen sie rüber. Das Signal haben wir. Ist das Signal richtig? Jawohl, das Signal ist richtig. Oh, oder sind das irgendwie... ich habe mal das Signal. Ich habe so den Verdacht, dass das irgendwie wieder spezielle Signale sind. Das hatten wir schon mal. Vielleicht liegt es nicht daran. Ich mache jetzt hier einfach mal ein gängiges hin. So eins für rechts hier am liebsten. Rechts. Zack, okay, Linie. Ne, nutzt nichts. Interessant. Oder ich könnte hier mal noch so ein Signal hinsetzen. Moment, Bagger. Signal weg, Signal hin. Ne, an den Signalen liegt es auch nicht. Dann liegt es tatsächlich daran, dass hier irgendwo ein Stück Gleis fehlt. Naja gut, ich würde vorschlagen... Ja, ist sowieso nicht unsere Linie. Hier ist unsere Linie. Ich würde vorschlagen, ich gucke mir das in Ruhe nochmal an. Und ja, wenn wir dann morgen die Folge starten, dann haben wir das gefunden. Ich werde euch dann gerne zeigen, wo was gefehlt hat. Aber ja, eben, so spannend ist das, glaube ich, nicht jetzt zusammen mit Heise hier auf Gleissuchaktion zu gehen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Deswegen machen wir hier Feierabend für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Hier zusammen mit einer Strecke für die Dampflokomotiven,
die auch zweigleisig funktioniert. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. So, jetzt. Tschüss.